Mein Name ist Leonie Meyer. Ich bin Trainee bei Mahle und das Trainee-Programm bei Mahle geht 18 Monate. In den 18 Monaten schnuppert man in verschiedene Abteilungen rein und hat auch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Meine Stammabteilung ist die Abteilung Lean Management, also die Prozessoptimierung im Aftermarket global. Ich gucke mir aber auch noch andere Abteilungen im Rahmen von meinem Trainee-Programm an. Das ist jetzt gerade der Vertrieb in Osteuropa und wird noch sein der Vertrieb für Service Solutions, also unser Werkstattequipment und dann auch in Parma. Als Trainee hat man beim Mahle, in der ganzen Mahle Group, einen Festvertrag. Das heißt, auch nach dem Trainee-Programm ist man fest angestellt bei Mahle und üblicherweise bleibt man dann in seiner Stammabteilung. Und die ganzen Eindrücke, die man unterwegs gesammelt hat in den 18 Monaten, nutzen einem dabei, nachher bei Projekten die Stakeholder besser zu kennen. Wir haben eine sehr familiäre Atmosphäre, in der Ideen auch willkommen sind. Und als Trainee taucht man natürlich in neue Abteilungen stetig ein. Man lernt verschiedene Führungsstile kennen, verschiedene Arbeitsweisen und das auch über die eigene Kultur hinaus. Ich habe an der Hochschule für Technik Wirtschaftspsychologie studiert, auch in Stuttgart. Und habe im Rahmen von einem Praktikum dann Mahle da noch damals aus der Personalerbrille kennengelernt und die Stellenausschreibung fürs Trainee-Programm gesehen und sofort zugegriffen. Mein Papa hat immer versucht, dass mein Bruder und ich sehr technisch affin unterwegs sind, so sage ich das jetzt mal. Und immer wenn wir im Zoo waren in Stuttgart, dann sind wir bei Mahle vorbeigefahren und da sieht man draußen diese großen Schiffskolben. Und jedes Mal hat mein Vater uns dann was über Motoren erzählt. Und als es dann um meine Bewerbung ging, war für mich eigentlich relativ schnell klar, ich will was bei Mahle machen. Ich habe mich auch ganz bewusst für den Aftermarket entschieden, weil es für mich schon immer wichtig war, dass ich das Produkt, das die Firma herstellt, am Ende auch im Alltag erleben kann. Und da habe ich auch was ganz Tolles von unseren brasilianischen Kollegen gelernt. Wir hier im Aftermarket erfüllen Träume. Ob das jetzt dadurch ist, dass eine Familie den Camper reparieren kann, um in den lang ersehnten Familienurlaub zu fahren, oder weil wir unseren Sprinter reparieren, damit wir unsere Möbel ins Traumhaus bringen können. Die Teile aus dem Aftermarket machen es möglich und das ist der Grund, warum ich hier tagtäglich alles gebe und ich glaube auch, unsere Kollegen hier immer alles geben werden.